Perfekt, die Serie setzt sich fort. Wir sind mal wieder im Nachteil. Er wird als Favorit eingeschätzt. Was ich eigentlich nicht verstehe, weil Wasser ist nicht effektiv gegen Elektro. Aber Elektro ist effektiv gegen Wasser. Wieso wird er denn... Da muss er ja ganz schön heftige Pokémon haben, wenn er dann als Favorit gelten muss. Also dann muss da jetzt schon ganz schön was Heftiges kommen, oder? Gut, würde zumindest dann auch erklären, warum er kein einziges Basis-Pokémon hat. Weil er sich das Ganze aufgespart hat für extrem heftige Pokémon. Ein Lapras und ein Froxy. Ja, Lapras ist heftig. Das ist schon richtig, aber nicht unmöglich zu besiegen. Nicht unmöglich. Er hat nur leider keine Elektroschwäche, das wäre sehr schön gewesen. Aber gut. So, einen Giftstachel packen wir direkt an das Magnetilo. Ja, mehr als eine Para können wir aktuell nicht machen. Aber zumindest die Para funktioniert, das heißt, er kann mich jetzt gleich nicht angreifen. Er bräuchte, ja gut, er kann mich so oder so nicht angreifen. Oder? Doch, ich glaube, das ist ein, ja, das ist eine super fast eine Karte. Also er hätte mich angreifen können, schafft das jetzt aber nicht, weil er paralysiert ist. Was schon mal eine sehr feine Sache ist. Entwickelt sein Froxy zu Amphizel weiter. Ich habe auch einen Amphizel, allerdings kein Froxy. Das heißt, das Ganze nützt mir überhaupt nichts. Drei Basis-Energiekarten. Dann nehme ich mir zweimal Elektro, einmal Wasser. Und packe eine Elektro-Energiekarte hier dran. Kugelblitz. 20 Damage. Ist nicht viel, klar. Aber ich kann mit mehr erstmal nicht arbeiten. So, mir fällt gerade auf, ich glaube, er tötet mich jetzt direkt. Nein! Echt nicht? Aber er hat doch genug Energiekarten. Oh, er bekommt Tafelwasser, das heißt, er kann sich heilen. Ja, die Energiekarten brauche ich nicht zu verschwenden. Stattdessen drücke ich ihm weitere 20 Damage rein. Möglicherweise wird er es jetzt mit seinem Tafelwasser direkt wieder rückgängig machen. Oder er wird mich jetzt einfach direkt töten. Erstmal wird er 20 Schadenspunkte heilen. Und dann wird er mich umbringen. Ja, perfekt. Machen wir nur noch eine weitere Partie, in der wir eine sichere Niederlage einfahren werden. Und wo trotzdem wieder das ganze Spiel nur am Laggen ist und das Aufnehmen dementsprechend mir sehr viel Spaß macht und euch dementsprechend auch das Zuschauen sehr viel Spaß macht, nicht. Ziemlich Belastung, aber wir machen erstmal weiter. Der Gegner wird wahrscheinlich wieder Favorit sein, richtig? Was denn ich? Ich werde als Favorit eingeschätzt. Sorry. Da würde ich aber definitiv noch nicht hundertprozentig drauf setzen, dass das wirklich so passieren wird. Dass ich wirklich der Favorit bin. Oder ich werde zumindest meiner Favoritenrolle nicht gerecht. Gegen Nova Strike Zero. Ich soll anfangen, das heißt, ich habe gleich auch nicht den Erstangriff, was sehr traurig ist. Was auch sehr traurig ist, dass ich kein einziges Basis-Energie-Pokémon habe. Er aber auch nicht.
Aber jetzt habe ich doch, ich habe eine Kanivana. Okay. Was mir aber nicht besonders viel bringen wird. Weil mit einem einzigen Biss werde ich nicht viel anrichten können. So, wird jetzt sein aktives Pokémon auswählen. Braucht dafür tatsächlich sehr lange. Ich verstehe nicht, was die Leute da immer so lange machen und warum sie mich so auf die Folter spannen. Weil ich dann immer die Hoffnung habe, dass sie aufgeben. Auch wenn es teilweise grundlos wäre. Aber ich habe dann wirklich immer die Hoffnung, dass sie aufgeben, weil sie merken, ich bin zu heftig. Gegen mich können sie nichts machen. Selbst wenn ich schlechte Pokémon habe, sie können nichts machen. Und das ist jetzt tatsächlich auch meine Hoffnung hier in diesem Fall. Aber wir schauen erstmal, auch wenn er jetzt gerade schon eine knappe Minute gleich rum hat und immer noch nichts gemacht hat. Also jetzt mal ohne Spaß, ne? Jetzt mal ohne Spaß geredet. Ich glaube, der gibt gleich halt ehrlich wirklich auf, ne? Der macht halt original nichts. Bruder, passiert da noch was? Aha. Er hat es nach 1,5 Minuten dann auch mal geschafft, sein Starter-Pokémon auszuwählen. Jetzt natürlich dann nur noch die Frage. Okay, er hat nichts für die Bank. Er hat es dann auch mal geschafft, nach knapp 2 Minuten fertig zu werden. Wir haben jetzt noch einen Suicune auf der Bank. Das ist sehr gut. Und er hat einen Mewtwo. Ja, perfekt. Ich werde mich gar nicht erst hier mit dem Kanivana großartig rumschlagen, weil das keinen Sinn macht. Ich gucke nach der. Ja, da guck mal, da springen wir doch die Entwicklung direkt ins Gesicht. Können wir diese auch direkt einsetzen? Nein, können wir nicht. Okay. Alright, was hat er für eine Schwäche? Okay, das wird mir nicht viel bringen. Psycho und Psycho. Ein Psycho-Pokémon mit einer Psycho-Schwäche. Sehr schön. Alright. Klar, theoretisch ist es nur das Mewtwo, aber das Mewtwo hat auch 170 KP und absolut heftige Attacken. Kann man nicht anders sagen. So. Er hat erstmal ein Äther. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Weil er damit jetzt direkt noch ein.